Herzlich willkommen zurück in der Sacred Cathedral. Ich fange gleich mal an mit dem Gedicht von Heinz Erhardt, der Ritter Phipps und sein anderes Ende, weil es einfach so gut hierher passt. Und zwar geht das so. Ich finde das genial, das Gedicht. Und total bescheuert. Es stand an seines Schlosses Brüstung der Ritter Phipps in voller Rüstung. Da hörte er von unten Krach und sprach zu sich, ich schau mal nach. Und lehnte sich in voller Rüstung weit über die erwähnte Brüstung. Hierbei verlor er alsobald zuerst den Helm und dann den Halt, wonach er sturstrebend seinem Ziel, er pausenlos nach unten fiel. Und hier verlor er durch sein Streben als drittes nun auch noch sein Leben, an dem er ganz besonders hing. Der Blechschaden war nur gering. Blöd, oder? Die Schlussfolgerung: Falls fallend du vom Dach verschwandest, so bremst, bevor du unten landest. Noch schwachsinniger. Ja, so viel dazu. Ich finde dieses Gedicht genial. Heinz Erhardt hat wirklich ganz tolle Gedichte geschrieben. Und auch richtig gut vorgetragen, finde ich. Da hat er richtiges Talent zu gehabt. Naja, aber wir beschäftigen uns hier nicht mit Heinz Erhardt, sondern mit Lara Croft und einer Kerze, der da schön brennt. Also muss es hier wirklich auch noch Küster geben oder so, die sich darum kümmern, dass die Kerzen immer schön brennen. Auf jeden Fall ist hier die Tür verschlossen, das heißt, wir haben nur einen Weg und das ist nach hier oben. Aber mich interessiert gerade nochmal, was da überhaupt gelegen hat. Lag da was? Nee, das ist nur wieder so ein Kerzenständer. Okay. Dann gehen wir weiter in die schöne Kathedrale. Die heilige Kathedrale, the Sacred Cathedral in the Sacred Emerald. Die Tür öffnet sich, glaube ich, irgendwann. Da kommt man von der Seite irgendwie da rein oder so. Schön, oder? Ich finde die Kathedrale echt beeindruckend. Und hat halt viele Texturen aus Tomb Raider 3 Zusatzlevel All Hallows. Und da kommen die zwei Ritter Phippse an. Passt auf, dass ihr nicht da oben von der Brüstung fallt und einen kleinen Blechschaden an eurer Rüstung bekommt. Und euer Leben verliert, an dem ihr so doll hängt. Verstanden? Ja, genau. Die zwei Ritter Phippse wieder mal, ne? Einer ist schon tot und dann ist der andere ja meistens auch gleich tot. Meistens. Ihr hört auch vielleicht diese Hintergrundgeräusche. Die sind auch schon mit der 3, glaube ich. Ich muss gleich nochmal genau hinhören. Ja, das sind die Hintergrundgeräusche, glaube ich, aus Tomb Raider 3. Warte, lass mich überlegen. Wieso komme ich auf den Levelnamen nicht? Kayanet Hemse, Oldwitch und dann? Was kommt nach Oldwitch? Bin ich gerade voll bescheuert? Was kommt nach Oldwitch? Bei Tomb Raider 3. Hallo? Das ist ja mal ein Fail-Blackout. Ich weiß das normalerweise. Ich hab's auch schon gesagt. Auf jeden Fall in dem Level nach Oldwitch. Lutz Gate. So heißt das. Da gibt's auch diese ekligen Hintergrundgeräusche. So, ich gucke jetzt hier mal ein bisschen diese Bankreihen ab. Die echt gut gemacht sind, finde ich. Ich finde diese Stühle cool. Sieht gut aus. Und ich finde, dieses Level hat eine schöne Atmosphäre. Weil das auch ein bisschen schön bunt ist und nicht alles nur so grau und schwarz. Und nicht so viel Wasser in dem Level. Weil ich mag so Unterwasserpassagen nicht so gern. Vor allem so Unterwasserfallen, ne, wie in Peru. Das war ja überhaupt nichts. Also hier ist eine Leiter, da kommen wir später hoch. Ich glaube, wir besuchen dieses Level 3-mal oder so. Also wir haben immer ab und zu mal zwischendrin dieses Level. Das war ziemlich durcheinander, das weiß ich noch. Ich weiß nicht, wann was kommt. Auf jeden Fall ziehen wir jetzt erstmal hier diesen Hebel. Und schauen, was passiert. Okay, alles klar, wir haben die Tür geöffnet. Aber erst will ich gucken, was hier oben ist. Okay. Hier sind zwei Särge.
Okay, sonst ist hier oben nicht mehr viel, oder? Da hoch komme ich auch nicht, oder komme ich da hoch? Das dürfte zu hoch sein. Da komme ich später erst hin. Ja, da komme ich später erst hin. Deswegen gehe ich jetzt erstmal wieder, weil es hier sonst noch nichts zu erledigen gibt. Oben gibt es da noch sehr viel zu erledigen, aber hier unten können wir im Moment noch nicht so viel tun. Was ich jetzt hier machen kann, weiß ich nicht. Okay, ich kann darüber springen. Interessant, aber ich weiß noch gar nicht, was mir das bringt. Da hoch komme ich ja nicht, oder? Also wie gesagt, das Level besuchen wir noch öfter. Deswegen braucht man sich jetzt hier nicht fixieren auf irgendwas. Aber sonst, ich könnte jetzt darüber springen, aber das bringt ja auch nichts, oder? Ne, da ist eine Hangelstrecke, sehe ich gerade. Obwohl wir jetzt am Anfang zurück müssen. Naja, vielleicht führt uns das ja zu einem Geheimnis. Deswegen machen wir das. Da ist die Hangelstrecke und ich weiß nicht, wo die uns hinführt. Ach so, wir sind ja eine Rampe runtergerutscht, gell? Und damit wir wahrscheinlich wieder zurückkommen. Deswegen sind wir wahrscheinlich diesen Weg hier. Ah, okay, ich verstehe. Gut, kein Geheimnis. Glaube ich zumindest. Gut, hangeln wir uns hier lang. Und vor lauter dunklen Farben erkennt man fast nichts außer Laras Arme. Und den Rucksack. Und die schöne Decke. Ne, so diese Kriechpassage. Das gefällt mir überhaupt nicht. Dieses dunkle Karo-Muster auf dem Boden und diese dunklen Texturen. Furchtbar. Aber die Kathedrale an sich ist schön. Muss ich ehrlich sagen. So, da hoch mit uns. Und hier ist wahrscheinlich der Hebel, der diese andere Tür öffnet, die uns hier wieder rausbringt. Und was uns dieser Exkurs gebracht hat, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass hier ein Block ist, den ich jetzt mal ziehe. Weil dahinter vielleicht irgendwas ist. Man weiß es ja nicht. Schauen wir uns das Ganze an. Also hier ist auf jeden Fall ein Hebel, den ziehe ich einfach schon mal. Ah, okay, wir haben die Luke geöffnet. Und ich frage mich, warum wir jetzt diesen Block weggeschoben haben. Den hier. Warum haben wir den jetzt weggeschoben? Das muss einen Sinn haben. Deswegen gucke ich mir das Ganze jetzt nochmal an. Vielleicht, wie gesagt, finden wir doch noch das Geheimnis. Was heißt das Geheimnis? Oh, das war jetzt Fail. Ach, ich kletter jetzt nochmal hoch, weil ich nicht weiß, wann ich das letzte Mal gespeichert habe. Und ich bleibe gleich so hängen, weil ich mich ja auch so hochziehen muss. Sehr gut, Lara. Und vielleicht kann man hier irgendwo hochklettern an dem Block. Oder? Nee. Also diesen Block verstehe ich jetzt nicht so ganz, muss ich ehrlich gesagt zugeben. Keine Ahnung. Das muss jetzt nicht sein. Oh, schönes Ladebild. So was Buntes in diesem Level. In diesem Levelkomplex. Eher gesagt. So, also ich habe jetzt hier wirklich nicht den Sinn erkannt. Von diesem Block. Nee, verstehe ich nicht. Deswegen gehen wir nach oben. Und das hier ist ja auch keine Wand, oder? Zum Schieben. Block. Sowas in der Richtung, ne? Nee. Nö, verstehe ich nicht. Dann lassen wir es einfach sein. Oh. Ja, ich bin hier echt gerade sehr talentiert, wie ihr feststellt. Lara. Gut. Und aufwärts mit uns. Oh, das war knapp. Da haben wir Glück gehabt. Aber Lara will nicht nach links hangeln. Jetzt aber. Was? Lara, du hängst schlecht. Wo bin ich jetzt? Ach, hier. Ja, das war gerade ein bisschen Fail. Und den Bug hatten wir ja vorhin schon mal. Und den hatte ich generell schon öfter. Dieser Bug scheint bei Custom Levels sehr beliebt zu sein. Okay, vielleicht mache ich gerade wieder denselben Fehler. Ich speichere jetzt einfach mal und kletter so hoch. Okay, und jetzt rechts. Aber da komme ich nicht hin. Wie komme ich denn jetzt am besten hier nach rechts? Nee, jetzt macht Lara den Mist schon wieder. Lara, komm. Durch Wände gehen ist jetzt nicht so lustig. Du bist kein Geist und kein Gespenst. Auch wenn wir hier in einem englischen Schloss sind.
Musst du nicht gleich einen auf Gespenst machen? Wie komme ich denn hier rum? So vielleicht? Ich raff's gerade irgendwie nicht. Ich raff's gerade nicht. Wir haben doch einen Hebel gezogen, gell? Ja. Und jetzt rechts rum. Macht sie nicht. Verstehe ich nicht. Nein, Lara. Da wollen wir nicht hin. Mit dem Block muss das doch irgendwas auf sich haben, oder? Oder kann ich... Ach so, ich bin doch vorhin so hochgesprungen, gell? Wartet mal. Ja, ich glaube, ich habe die Lösung. Ach, Lara. Hier rüber. Ach, dadurch halt, meinetwegen. Lara. Jetzt. Hochziehen. Nein, nicht da hochklettern. Diese Frau. Aber ich glaube, ich habe die Lösung kapiert. Und habe jetzt auch den Block kapiert, weil man kann nur da hochkommen, wenn der Block weg ist. Versteht ihr? So, jetzt habe ich es kapiert. Oh Mann, lange Leitung. Was für eine lange Leitung schon wieder. Das ist aber typisch für mich. Ich und lange Leitung. Ja. Und runter mit uns. Und was mir überhaupt nicht gefällt, ist Laras Ausrüstung. Deswegen müssen wir hier mal was ändern. Und zwar kriegt sie jetzt erstmal eine schöne MP auf den Rücken. Sieht besser aus. Und die Uzis. So. Das ist gleich viel besser. Und jetzt können wir, glaube ich, irgendwie runterrutschen. Oder springen oder was auch immer. Okay, kriegen hier einfach mal durch. Oh ja, und da ist gleich der nächste Gegner. Jetzt schießen wir den einfach mal ab. Weil wir sind ja Lara Croft, ne? Und haben kein Herz. Gut, die Munition ist fast leer, deswegen nehme ich jetzt eine andere Waffe. Wir nehmen jetzt erstmal die Schrotflinte. Und jetzt habe ich die schon wieder auf dem Rücken, aber das ist mir jetzt egal. Oh, das war natürlich Fail. Ich glaube, wir bräuchten nochmal ein Medipack. Außer wir schaffen das mit der MP. Siehst du Lara da oben? Ne, sie sieht ihn nicht. Gut, dann machen wir das anders. So, hier hoch. Medipack nehmen, das schaffe ich nicht. Aber ein kleines reicht, weil, glaube ich, wieder gleich das Level wechsel. Und bam. Jawohl. Der ist tot. Und hat Uzis für mich. Ist das nicht wunderbar? Oder will ich erstmal die MP leer schießen? Wie viel habe ich denn da noch? 61. 9. 0. Ja, mache ich erstmal die MP leer. Dieser Hebel kommt aus Tomb Raider 2. Ich glaube, schwimmende Inseln. Wenn ich mich nicht irre, schwimmende Inseln. Vielleicht auch noch woanders, weiß ich nicht. Auf jeden Fall gibt es diesen Schalter an den schwimmenden Inseln. Aber das tut jetzt hier nichts zur Sache. Okay. Das ist der Anfang. Und hier haben wir jetzt die Tür geöffnet, genau. Deswegen gehen wir da jetzt mal rein. Ich habe mir das gerade ein bisschen anders vorgestellt, aber so ist es auch okay. Oh je, da ist schon wieder ein Gegner. Lara, du sollst die Waffe ziehen. Ja, das war jetzt dein Fehler. Dein Fail war das, Lara. Musst du ehrlich gesagt zugeben. Ne, wir machen das jetzt richtig. Speichern. Gleich aufstehen, Waffe ziehen und töten. Verstanden, Lara? Gleich aufstehen, Waffe ziehen, töten. Jetzt Rolle machen und abschießen. Bevor er uns abschießt. Oh Gott, haben wir viel Leben übrig. Aber es reicht. Und er hat nicht mal Medipack für uns. Was für eine Frechheit. Okay, das gibt hier wieder so einen Springpassage. Das sehe ich jetzt schon. Das Loch verstehe ich schon wieder nicht. Was mir das bringt. Deswegen mache ich jetzt einfach mal diese Springpassage hier. Ach, Lara. Meine Güte. Nee. Wie kann man das am besten lösen? Habt ihr eine Idee? Nein, Lara, nicht so. Schlechte Idee. So, da... Nein, doch. Nein, doch, nein, doch, nein. Nein. Aber war gar nicht so schlecht. So, da drauf müssen wir irgendwie...
Eben hat es so geklappt, da mache ich das jetzt nochmal so. Und da muss es sich jetzt nur noch irgendwie festhalten können. Nein. Ja. Und? Nein. Nein. Kaltlacher, ganz kalt. Nein. Nein. Oh nein. Da kommt es auch so nicht hoch. Das kriegen wir noch hin. Da bin ich mir sicher. Das kann ja nicht so schwer sein hier. Neu laden. Kann ja nicht so schwer sein. Neu laden, ne? Genau. Was macht die Lara denn immer für eine bescheuerte Rolle? Da kriege ich schon wieder die Krise. Ich sag nicht, dass sie das machen soll. Vielleicht doch, wenn ich mir das gerade so überlege. Und sie hält sich nicht fest. Was für eine bescheuerte Stelle wieder mal. Und dahin. Und jetzt hat sie sich wieder mal abgestoßen, die. Ach, furchtbar. Speichern. Andere Stelle. Nö. So gibt das nix. Auch wenn ich mich drehe, gibt es nix. Und ein bisschen drehe auch nicht. Also lade ich die andere Stelle wieder. Weil das war nischt. Ich muss nämlich abspringen, aber das Problem ist, sie dotzt dann ab. Aber ich mach's doch nicht falsch, oder? Ich glaub nicht. Zack, da hoch. Nö. Ich will das in der Folge noch schaffen. Laden. Auch wenn sie 100 Stunden dauert, die Folge. Ist mir egal. Ich darf, glaube ich, so lange hochladen, wie ich will. Und jetzt da hat es gemacht. Nein! Och, das ist mies. Jetzt hat man es endlich geschafft und dann sowas. Das ist echt gemein. Das ist gemein. Seht 94. Sei froh, dass ich nicht weiß, wo du wohnst. Ganz ehrlich. Das war gut. Und jawohl, wir haben es geschafft, glaube ich. Ich speichere das gerade mal. Jawohl, wir haben es geschafft. Und gucken gleich, ob da oben was drin ist. So secret-mäßig, so pling. Ja, seht ihr das? Guckt mal da, das ist wirklich ein Geheimnis. Ja, das sieht sehr geheimnisvoll aus. Jawohl, wir haben ein Geheimnis gefunden. Darauf habe ich doch gewartet, dass in der Kugel irgendwo ein Geheimnis drin steckt. Da habe ich die ganze Zeit schon drauf gewartet. Und jetzt hat sich meine Erwartung erfüllt. Meine Erwartung hat sich erfüllt. Ich glaube schon, dass das Sinn gibt. Und weiter geht's. Ach nee, ich wollte die Folge beenden, gell? Ach nö. Muss ich mich durch den Versicherungskram wälzen? Da habe ich keine Lust drauf. Okay. Ich glaube, ich hab's kapiert. So. Das ist, glaube ich, eine Leiter. Nein, Lara, nicht schießen. Also, wenn ich. Versteht ihr das irgendwie? Also, ich verstehe es ja gerade selber noch nicht, aber. Wenn ihr so springt. Nein. Wenn ihr so springt. Und dann hier hoch. Und da könnt ihr euch vielleicht da festhalten. Aber nee, man stirbt natürlich gleich wieder an den Spießen daneben dran. Ist natürlich vollkommen klar. Deswegen nehme ich ein kleines Medipack. Weil sich das vielleicht nicht vermeiden lässt. Speichere das nochmal. Nein! Was willst du eigentlich mit deiner Waffe ständig, Lara? Mein Gott. Die Stelle hasse ich. Jetzt schon. Also diese ganze Stelle hier auch vorne, das war schon nervig. Und gemein mit der Kugel. Aber das ist richtig, was ich mache. Ich muss nur irgendwie den richtigen Moment abpassen. Richtig. Jawohl. Willst du überhaupt leben, weil die Spießen verloren? Ich weiß es gar nicht. Und dann hangeln wir darüber. Und ich gucke gerade meinen Versicherungsordner an und denke mir, nein. Aber mir bleibt auch nichts anderes übrig. So ein Mist aber auch. Aber ich kann natürlich nicht im Speichern, im Hangeln aufhören. Deswegen muss ich leider diese Stelle zu Ende spielen. Ich habe noch nie gehofft, dass eine Hangelpassage so lang ist. Ja. Und da machen wir dann in der nächsten Folge weiter. Ich habe jetzt leider Wichtigeres zu tun, weil der Versicherungsfritze gleich kommt.
und ich noch nichts vorbereitet habe. Wenn jetzt ein Gegner kommt, muss ich mich natürlich noch wehren, ne? Nee, also hier drum kümmern wir uns ganz einfach in der nächsten Folge. Bis dann, meine Lieben, macht's gut. Ciao. Ich mache jetzt mein Versicherungszeug und nichts anderes. Deswegen, ciao. Ciao. Ciao.